Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Zockomaster und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SkippyCraft. Ja, ich kann es einfach nicht glauben, dass schon wieder eine Woche vorbei ist. Es ist schon wieder Sonntag und natürlich, was heißt das für uns? Ich zeige euch heute wieder, was alles bei SkippyCraft passiert ist. So, ich habe mal erstmal hier einen schönen Shader reingemacht. Ich hoffe, das leckt jetzt alles nicht. Wenn ja, dann muss ich das leider rausmachen. Da waren meine letzten Kuchen gekauft und ja, am Haus hat sich nichts getan, aber ich habe schon mal hier was geplant bei meinem großen GS, weil dort wollte ich ja unten eine große Farm bauen und dort brauche ich ja Licht und Wasser, sonst kann man ja nichts anpflanzen. Und jetzt fahren wir erstmal dahin. Fahren, ne? Natürlich meine ich gehen. Ah, bisschen laggy. Aufnahme. Okay, gut. Weil ich weiß ja nie, was, ob das mein PC das alles hier schafft hier. Holy shit, war das laut. Warte mal. So. Ich hoffe, mit dem Shader sieht es ein bisschen schön aus. Ich versuche jetzt jede Folge mit Shader zu machen. Und ja. Also das habe ich hier schon mal ein bisschen gemacht mit Glowstone. In jede Richtung, das sind 5x5. Kommen die Glowstones hin und dann hier drunter auch das Wasser oder so, muss ich mal gucken, wie das so abläuft. Und ja, das wird einfach mega geil. Ich hoffe, dass ich bis nächste Woche Sonntag hier alles fertig habe, alles. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Glowstones das braucht, Alter. Jedes 5x5 Plättchen hier, Alter, das ist echt extrem. Und ja, ich hoffe, ich werde damit nächste Woche Sonntag fertig sein und dann zeige ich euch das Ganze. Und ja, ich hatte eigentlich gar nichts hier so viel getan bei SkippyCraft, weil ich kaum Zeit hatte. Ich habe ja wieder Livestreams gemacht und dann habe ich ein paar Tage freigenommen mit YouTube und Streamen und pipapo. Und ja. Aber es hat sich noch was verändert bei... Nee, geh weg, Mann. So. Bei Warp Skyblock. Dort hat sich was richtig verändert. Oh, Leute, sieht das nicht schön aus, Alter? Sieht das nicht schön aus? Ja, was sich verändert hat, ist meine Quest, Leute. Guckt euch das an. Ich habe die Quest bestanden. Ich habe alles fertig gemacht. Alles fertig gemacht, ne? Bis zum letzten Buch. Und ich habe jetzt gedacht, da kommen richtig harte Sachen, ne? Aber da gibt es nur eine Quest hier, dieser Dia-Block. Und das ist... Erreiche Insellevel 1000. Leute. Wie man das erreicht man, wenn man hier die Insel weiter ausbaut. Und wir haben schon... Level 258 ist nicht mehr viel. Ich fahre mir jetzt hier noch ein bisschen Kobbel und dann wollte ich hier die ganze Ebene ganz groß bauen, dass hier 1000 werden. Level 1000 und dann können wir die letzte Quest auch abschließen. Kriegt man $250 und XP und ein Diamant. Und dann haben wir das alles geschafft. Ja, ich habe jetzt hier auch schon hier Papier fertig mit 100. Natürlich Cobblestone habe ich auch fertig. Und ja, es geht halt echt voran. Und ja, das macht einfach hier Spaß bei auf dieser Insel. Und ja. Ja, dann stelle mich mal hier irgendwo schön hin. Ach ja, Leute. Unser Pferdchen ist gestorben. Er ist einfach so schön ertrunken. Armes Pferd. Am 22.07. Alter. Und ja. Schade, schade, schade. Wir stellen uns hier in die Sonne. Warte. So. Weil ich muss euch noch was erzählen über Minecraft. Ich habe ja letztens einen Uploadplan rausgehauen, dass ich ja jeden Tag 3 Videos hochlade. Darüber habe ich mich nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, dass es doch nicht so ist. Weil es ist einfach viel zu viel wirklich und manche Sachen werden auch gar nicht geguckt. Und ich habe auch
keine Lust mehr. Zum Beispiel Fate Beast Infinity. Das ist echt eine Arbeit. Über eine Stunde nehme ich immer auf und dann muss ich das verschieden schneiden und dann wieder neu schneiden und pipapo. Und das ist echt viel Arbeit und lohnt sich einfach nicht. Und ich habe auch keine Lust mehr da drauf. Und das mit Crafted Door. Ich wollte ja eigentlich bis Part 300 kommen. Aber es sieht leider nicht so aus, weil es dort einfach keine Menschheit gibt. Also gibt es so wenig Leute, die was spielen, also die auf dem Server spielen. Ich weiß nicht, was ich da aufnehmen soll mit Kämpfen oder so, weil halt, weil da ist keiner, da ist einfach keiner und das lohnt sich auch nicht und bei siebten PvP dort auch nicht und ja, deswegen kommt jetzt auf meinen Kanal auf jeden Fall kein Fate Beast Infinity. Crafted Doll kommt erst, wenn wieder ein paar Leute drauf spielen oder wenn ich einen Zeitpunkt gefunden habe, wo viele Leute drauf sind. Und dann bringe ich einfach so ein paar Videos, aber jetzt nicht jeden Tag. Was habe ich denn noch hochgeladen? Ach ja, die verschiedenen Videos. Survival Games habe ich überhaupt keine Lust mehr. Überhaupt nicht. Ich mag das Spiel eigentlich gar nicht. Und deswegen kommt das jetzt auch nicht mehr auf meinen Kanal. Auf jeden Fall kommt noch Skywars. Halte ich euch auch auf den Laufenden, weil immer wenn ich livestreame, spielen wir Skywars und Bedwars. Ich kann ja mal wieder ein paar Folgen Bedwars auf den Kanal bringen oder mal was anderes. Leute haben sich wirklich unter den Kommentaren gewünscht, dass ich was anderes mal machen soll. Mal verschiedene anderen Modis oder so. Vielleicht mal Mario Party oder irgendwas gibt's ja hier alles. Es gibt ja auch GTA hier. Vielleicht kann ich das auch mal ein bisschen gucken, was da so alles ist oder so. Dann teste ich das mal. Ihr könnt mir auch jetzt hier drunter, für die Leute, die das jetzt sehen, Servers, Junge, red langsam, IPs von Servern schicken, wo ich drauf spielen soll. Also gucke ich mir mal an, was da so alles gibt für Modis und vielleicht nehme ich das dann auf. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ich schaue mir das mal an und wenn es mir gefällt, dann kann ich mir dazu mal ein Video machen. Weil immer das gleiche, immer Crafted Doll, Skippy Craft, also Skippy Craft kommt ja jeden Sonntag, das ist ja kein Problem, aber Fate Beast und so, das ist halt immer das gleiche, ich will mal was Abwechslung bringen, so verschiedene Sachen, so was ich auch gar nicht kenne oder so, oder was ihr noch nicht kennt, dann zeige ich euch das oder so, mal gucken. Und es haben mich auch ganz viele angeschrieben, hey Dude, die Videos sind ein bisschen langweilig, weil ich keine Musik drunter gelegt habe. Früher habe ich ja immer, sag mal, jetzt auf einmal regnet oder was? Ja, okay. Ich hatte früher immer Musik drunter gelegt und dann auf einmal nicht mehr. Ich weiß auch nicht, seit ich diesen Bann auf YouTube bekommen habe, ein halbes Jahr. Ich glaube wegen Copyright oder so. Ja, es war was anderes, ja. Weil ich finde irgendwie keine richtige gescheite Musik, die Pipapo, ihr wisst schon, was ich meine, frei ist und ja, muss halt nochmal ein bisschen rund gucken, wo man sowas downloaden kann, Musik, und dann füge ich das auf jeden Fall ein. Hier in diesem Video ist auf jeden Fall auch jetzt Musik und ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst doch ein Like da, lasst eine positive Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr wollt, kostet alles nichts und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt, haut rein und tschüss.